Simon Kreutler, Organisator des Festes Kindes hier in Bregenz. Dich verbindet ja selber persönlich eine enge Geschichte mit diesem Fest des Kindes. Erzähl uns ein bisschen. Also die enge Geschichte kommt von dem her, dass ich schon als Kind dabei war. Ich glaube, ich war 11 Jahre das erste Mal als Kind. Dann als Betreuer, Gruppenleiter. Also ich kenne das Fest des Kindes jetzt, kurz rechnen, 34, 11, lang genug auf jeden Fall. Und übernehme das jetzt seit 8 Jahren, die Organisation. Und durch das, dass man jede Phase vom Fest des Kindes miterlebt hat, macht es natürlich Spaß, das dann auch selber noch weiterzuführen, umzuändern, entwickeln zu lassen, macht viel Freude. Ihr habt diese Woche für 180 Kinder circa ein tolles Programm organisiert. Erzähl uns bitte kurz, was macht ihr diese Woche, worum geht es hier? Es geht im Grunde darum, dass man den Kindern das Theater nahe bringt, aber spielerisch und mit viel Spaß. Also die Kinder müssen, dürfen, sollen, können fürs Theater, für die Aufführungen am Samstag das Kostüm selber machen, das Bühnenbild selber machen, die Songs lernen, Tanz. Also auf der Bühne steht nichts, was gekauft worden ist oder jemand Erwachsener gemacht hat, sondern nur die Kinder basteln das. Also im Grunde ist es, was ist Theater, was macht Theater aus und wie viel Spaß kann man an dieser Arbeit haben? Und das ist das Ziel, den Kindern das zu vermitteln. Höhepunkt ist dann am Freitag, glaube ich, wenn es zur großen Aufführung kommt, oder? Am Samstagvormittag, circa 10 Uhr. Kommt es zur großen Aufführung und es ist auch wichtig für uns als Mitarbeiter und auch für die Kinder, dass wir immer sagen, diese Aufführung ist nicht das unbedingte Ziel, wir müssen nicht perfekt sein bei dieser Aufführung, sondern der Weg ist das Ziel sozusagen. Es geht nicht um die Perfektion der Aufführung des Theaterstücks, sondern es geht um die ganze Woche den Spaß zu haben. Aber wir präsentieren natürlich am Samstag auf der Bühne ein Theaterstück, was die Kinder mitentwickelt haben und schauen wir, wie es wird.